Aus Paris berichtet Eva Tarauch. Sie war die Überraschung und der unumstrittene Star des Haute Couture-Défilés von Jean-Paul Gaultier in Paris, Conchita Wurst. In so einem Rahmen ist sie noch nie aufgetreten. Eine Premiere und ein ganz besonderes Erlebnis, wie sie sagt. Es war überwältigend, weil ich war vor 2 Jahren schon mal eingeladen und durfte da Front Row sitzen und habe mir das alles angesehen und dachte mir, oh Gott, ich will da auch einmal am Laufsteg sein. Und ich möchte, dass die Leute meine Musik hören bei einer Fashion Show. Und heute ist beides passiert. Ich durfte in diesem unsagbar schönen Kleid über den Laufsteg gehen und ich habe mich irgendwie dem Thema auch so, ich soll sagen, nicht mal an, ich musste mich nicht anpassen, weil das fühlte sich so natürlich an. Ich war irgendwie so die böse Königin und genauso habe ich mich benommen am Laufsteg und das fand ich großartig. Diese Chance gegeben hat ihr Jean-Paul Gaultier, das Enfant terrible der französischen Modebranche, der viel gefeierte Kreative der Conchita Wurst, richtiggehend verehrt. Sie ist ein Mann mit allen Attributen der Männlichkeit und kann sich als Frau kleiden, was schrecklich sein könnte, in Wirklichkeit aber absolut wunderbar ist. Also sage ich ihr Bravo für ihre Kreativität und dafür, das zu leben, was sie leben will. Eingekleidet hat Jean-Paul Gaultier Conchita Wurst hier nicht zum ersten Mal eine ganz besondere Beziehung. Seine Couture und mein Body führen eine Liebesbeziehung. Diese Liebesbeziehung würde ich gern noch aufrechthalten.